Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute zusammen eine wunderschöne, einfache und elegante, tolle Hochzeitskarte. Und diese Karte habe ich euch ja schon gezeigt in meinem Empfehlungsvideo zur ersten Bestellung von Stampin' Up. Dazu kommen jetzt die nächste Zeit immer wieder ein paar Videos von mir. Ich verlinke euch das Video mit der Bestellung jetzt mal hier oben. Da habe ich mich beschränkt auf 3 Farben, 2 Stempelfarben. Also 3 Papierfarben, 2 Stempelfarben und ein einziges Stempelset. Und damit zeige ich euch ganz viele tolle Ideen die nächste Zeit. Und die erste Karte ist eben hier diese Hochzeitskarte. Und was wir hier machen, ist auf jeden Fall unser eigenes Designerpapier herstellen. Und ja, dann legen wir jetzt mal direkt los. Die Ehe ist eine Reise und zu zweit ist einfach alles schöner. Ist alles einfach schöner. Schön, oder? Können wir nochmal starten. So, ihr Lieben, also. Als erstes brauchen wir unseren Papierschneider und Papier. Und wir haben hier, halt, ich habe euch noch einen kleinen Spickzettel geschrieben. Die Hochzeitskarte hat insgesamt ein recht normales Kartenmaß, sage ich jetzt mal. Also das ist eine Karte, die man so nach oben aufklappen kann. Man könnte sie natürlich auch so rum gestalten. Wir gestalten natürlich auch eine Karte so rum. Und die Maße, die ich euch in den Videos sage, sind eigentlich immer die gleichen. Aber ich wandle sie immer ein bisschen ab. Das zeige ich euch so Stück für Stück. Und hier machen wir eben so eine Kartenform, die so nach oben aufgeht, die ihr aber vielleicht auch an diesem Format kennt. So eine typische Kartenform. Und die Grundkarte hat 14 x 10,5 cm, wenn man sie dann in ein Kuvert machen möchte. Und um so eine Karte zu machen, brauchen wir jetzt ein Stück Granit. Ihr seid es ja schon so von mir gewohnt. Die Bestellnummer, die halte ich euch immer mal kurz ins Bild. Also wir haben hier einmal Flüsterweiß, Calypso und Granit, das wir verwenden. Das ist eben in diesen ganzen Videos jetzt so. Und auch die Bestellnummer vom Papierschneider und so, das findet ihr alles so auf meinen ganzen Sachen. Das halte ich immer so ein bisschen rein. Und wir brauchen jetzt eine Grundkarte eben in dem Farbkarton Granit. Ich habe jetzt hier eine ganz normale DIN A4 Seite. Die hat das Maß von 21 cm, die wir jetzt gleich brauchen schon. Und dann kürzen wir uns das ein bei 14 cm. Und dazu habe ich hier tatsächlich ein Eselsohr. Das ist Schweinerei, dann drehe ich mir die Karte mal um. Das Papier mal um. Und dazu lege ich mir hier oben am Papierschneider diese ganz lange Seite ein. Ich zoome euch mal ein kleines bisschen weg, dass ihr das besser seht. Ups, das war vielleicht ein bisschen viel. Also, ihr habt jetzt hier eben die lange Seite vom Papier und da lege ich mir das bei 14 cm an und würde mir das jetzt einfach schneiden und hätte dann mein Kartenformat. Was ich jetzt aber davor mache, ist, dass ich falze. Weil wir die gleiche Kartenform in einer anderen Variante für das nächste Mal brauchen. So mache ich das jetzt. So könntet ihr euch das einfach machen, wenn ihr mehrere Karten machen wollt in dem Format. Dann könnt ihr euch einfach die 21 cm Seite hier oben anlegen und das Ganze dann bei 10,5 cm falten. Falzen. Falzen immer mit der hellgrauen Klinge. Dann drehe ich mir das einmal rum bei 14 cm. Also lege mir jetzt diese lange Seite oben hin und schneide mir das Ganze jetzt bei 14 cm mit der dunklen Klinge einmal durch. Habe jetzt meine erste Karte. Und schiebe mir das gleich nochmal weiter, nochmal auf 14 cm und habe jetzt so gleich die zweite Karte. Die können wir uns aufheben und auch das Reststück brauchen wir auf jeden Fall später noch. Also hebt euch das alles auf für die nächsten Videos. Wir haben jetzt hier unsere Grundkarte und fürs nächste Mal eben auch schon mal eine Grundkarte fertig. Ich glaube, für die Trauerkarte brauchen wir die dann, oder? Oder für die Glückwunschkarte. Mal sehen. Also wir brauchen die auf jeden Fall nochmal. Okay, jetzt brauche ich meinen Papierfalter und falze mir meine Falzlinie nach. Wichtig ist, das mache ich immer schon automatisch, ihr habt, wenn ihr falzt, eine so eine Bergfalz. Seht ihr das? Das ist so ein kleiner Hügel nach oben. Auf der anderen Seite sieht sie anders aus, da sieht sie flach aus. Also so Talfalz nennt man das, das ist so eine richtige Rille nach unten. Ich glaube, hier kann man es ganz gut erkennen. Und wenn ich es jetzt eben umdrehe, dann hat man so eine kleine Wölbung, wie so einen kleinen Berg. Und diese Wölbung, die kommt immer nach innen in die Karte. Also hier, die Wölbung ist jetzt innen in meiner Karte. Ich lege mir das hier schön an und falte mir das Ganze nochmal richtig schön nach. Damit die Karte auch nicht immer total komplett wieder aufgeht. Genau. Hier zoome ich euch wieder ein bisschen hin, dass ihr das alles besser verfolgen könnt. So. Und dann brauchen wir noch ein Stück. Und zwar habe ich es euch hier aufgeschrieben, wir brauchen noch ein Stück Calypso in dem Maß 10 cm x 6,5 cm. Ist hier dieser Bereich von der Karte. Ich nehme mir nochmal meinen Papierschneider und ich habe schon ein paar Reststücke von den Probekarten. Muss mal gucken.
Überhaupt so Reststücke bewahre ich immer in diesen Glasigtüllen auf. Wenn ihr mal insgesamt meine ganze Papierordnung und so sehen wollt, habe ich hier oben mal ein Video für euch gemacht. Ich habe jetzt hier ein Stück, das kann ich mal ausmessen, vielleicht hat es schon das richtige Maß. Hat jetzt 7 cm mal 10 cm. Das würde im Prinzip auch schon gehen, aber wir schneiden es uns jetzt nochmal zu auf 6,5 cm. Also 6,5 cm in der Breite und 10 cm hat es eh schon, das brauchen wir uns gar nicht nochmal zuschneiden. Das ist eben unser Designerpapier, das machen wir gleich. Und dann brauchen wir nochmal ein Reststück in Calypso und in Flüsterweiß. Papierschneider kann jetzt erstmal weg. Okay, also das ist jetzt alles, was wir so an Papier brauchen. Also ein Reststück in Flüsterweiß, ein Reststück in Calypso und unsere zugeschnittenen beiden Papiere. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mir irgendwas gesucht habe, was schon Herzformen hat. Ich verwende jetzt ein Stanzset. Eigentlich ist es ein Stanzset. Da sind eben zwei schöne Herzen drinnen und die benutze ich einfach nur als Muster sozusagen. Also ihr könnt euch einfach im Internet zwei Herzen ausdrucken, auf dem Papier das ausschneiden und dann als Form vorlegen. Oder ihr habt auch irgendwas, was aus dem Herz ist. Also man hat ja manchmal so kleine Herzschachteln oder so. Irgendwas, irgendeine Herzform sucht ihr euch da und dann können wir uns das aufzeichnen und einmal ausschneiden. Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe schon vor einiger Zeit euch dieses Video gezeigt. Das könnte man auch super als Hochzeitskarte umfunktionieren. Das funktioniert so, dass ihr hier so ein Pop-up-Herz habt. Seht ihr das? Das poppt so nach oben. Das ist ein total schöner Effekt. Und diese Karte ist auch wirklich ganz einfach nachzumachen. Ihr könntet euch hier auch das Designerpapier zum Beispiel selber machen. Natürlich hat man auch oft Papier zu Hause. Aber das ist auch eine Karte, die man mit ganz wenigen Mitteln ganz toll machen kann. Und hat eben hier diesen ganz besonderen Effekt. Und die könnt man auch super als Hochzeitskarte nutzen. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Dann könnt ihr da nochmal gucken. Okay, aber wir machen jetzt weiter. Ich brauche jetzt noch einen Bleistift. Und ich mache es jetzt einfach so, dass ich mir mein Herz einmal aufzeichne. Einmal in Weiß und einmal in Rot. Das Weiß ist das größere Herz und das Rot ist das kleinere Herz. Und dann kann ich mir das auch gleich mit der Schere ausschneiden. Da lasse ich euch jetzt einfach ein bisschen Musik laufen. Und vielleicht als kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr insgesamt was ausschneiden müsst mit der Hand, dann wäre es immer ganz geschickt, wenn ihr euch das Papier dreht. Also ihr seht, ich drehe jetzt nicht meine Schere fies, sondern ich drehe das Papier so. Dann kriegt man meistens schönere Schnitte oder schönere Kanten hin. Dann sieht es immer ein bisschen stimmiger aus. Aber ich bin natürlich auch kein Handschneideprofi, das muss schon zugeben. Ich schneide eigentlich nicht gerne mit der Hand aus, aber es funktioniert. Okay, ihr könnt euch jetzt gleich mal die Radiergummi, ihr könnt euch jetzt natürlich gleich die Bleistiftlinien wegmachen, aber ich mache es so, ich drehe die Herzen einfach um, oder? Und so kleine Ecken, hier seht ihr, ich habe ja auch eine Ecke. Die muss ich noch ein bisschen wegmachen, die gefällt mir nicht so. Da habe ich wahrscheinlich wieder die Schere gedreht und nicht das Papier. Okay, aber so sehen meine beiden Herzen jetzt aus. Und dann gehen wir jetzt schon mal ans Stempeln. Als erstes benutze ich jetzt die Farbe Calypso. Dieses Stempelkissen, das ihr hier seht, ist noch ein altes. Wir haben inzwischen neue Stempelkissen. Ich habe nur nicht alle in neu, sondern eben nur einen Teil. Die neuen macht man so auf, dass man hier nach oben zieht, das so nach hinten biegt und dann einfach hier so reinschiebt. Und wenn man es dann verschließt, dreht man sich das so hin, da hat man so eine Rille. Da kann man reingreifen. Zieht sich das so vor und kann es dann wieder zuklappen. Der Vorteil bei beiden Stempelkissen ist einfach, dass ihr das Stempelkissen direkt, das wird immer nach unten gelagert. Ihr seht das, wenn ich das so verschließe, ist dieses Stempelkissen, das zeigt nach unten. Wenn das dann so in meinem Stempelregal steht, ist es immer so, dass das Stempelkissen selber nach unten zeigt und somit das nie so richtig schnell austrocknet. Ihr könnt die Stempelfarben später immer mit Stempelnachfülltinten auffüllen, aber prinzipiell trocknen die so wesentlich langsamer aus oder eigentlich nicht aus, weil sie immer nach unten hängen. Genau. Und wie gesagt, ich nehme jetzt erstmal Calypso. Ihr habt dann auf jeden Fall, wenn ihr das neu bestellt, so ein Stempelkissen. Das sieht eben ein bisschen anders aus, aber funktioniert genauso. Und dann nehme ich mir aus meinem blühende Worte-Set diesen ganz großen Stempel. Und was ich euch an der Stelle noch empfehlen möchte, ist, sich Stempel montieren.
Ihr seht jetzt auf diesem Stempel ist hinten drauf nichts. Der Kleber, der zu diesem Stempel gehört, ist jetzt hier in der Box. Das habe ich früher immer so gemacht, damit ich dann später weiß, wo ich meinen Stempel wieder hin positionieren muss. Und damals, also dieser Stempelblock oder dieses Stempelset ist schon ein bisschen älter, da war es noch so, dass diese Kleber, die da drauf sind, die hat man eigentlich immer hier drauf machen sollen, damit man sieht, was man stempelt. Das empfehle ich euch auch. Aber früher war das so, dass dann, wenn man das da drauf gemacht hat, das nicht gescheit gehalten hat. Es hält also besser, wenn man das ohne Kleber auf den Stempelblock gemacht hat. Inzwischen ist es aber so, es gibt neue Stempel, also neue Aufkleber. Ich zeige euch das jetzt einfach mal an diesem Beispiel hier. Die Gummistempel. Es gibt zwei verschiedene Stempel. Nur ganz kurz angeschwenkt, es gibt zwei verschiedene Stempel. Einmal diese Gummistempel und einmal die Klarsichtstempel. Und die Gummistempel, die könnt ihr immer auf diese Kleber montieren. Inzwischen ist es auch so, dass die wirklich super auf dem Stempelblock halten. Und zwar halten die wirklich. Und früher hat man das, wenn man diese Kleber hinten drauf gemacht hat, auf die Stempel selber, da haben die nicht gehalten. Deswegen habe ich die Kleber immer unten gelassen, weil die einfach auf dieser Fläche besser gehalten haben. Inzwischen ist es eben so, wenn ihr das Stempelset dann bekommt, ist das ja neu, dann habt ihr diese Klebefolie dabei. Wie euch das am besten montiert, das habe ich euch in diesem Video gezeigt. Das ist eben der Tipp, dass es auf der Folie bleibt. Und ganz wichtig ist, wenn ihr gestempelt habt und fertig seid und hinten diese Klebefolie drauf habt, dann lasst ihr euch nicht auf dem Stempelblock, sondern zieht euch das immer nach dem Saubermachen wieder ab und legt es zurück in eure Kiste. Und da eben mein Tipp, dass ihr euch diesen Aufkleber drinnen lasst, damit es nicht hier festklebt und ihr das irgendwann nicht mehr wegbekommt, weil diese Kleber, die halten wirklich super. Also ganz kurz als Stempelmontage ist es eben der Tipp, dass ihr euch die Kleber drauf macht. Dann seht ihr einerseits, was ihr da genau stempelt und wo der Text ist, das sieht man später auch. Würde ich mich leichter tun, wenn ich das hinten drauf hätte. Aber auf der anderen Seite hat es damals eben noch nicht so gut geklebt. Jetzt klebt es super und deswegen ist es auf diesem Stempelset nicht montiert, aber ihr könnt es auf jeden Fall machen und das würde ich euch dann auch empfehlen. Okay, aber so viel zum Thema. Ich habe das jetzt eben hinten nicht drauf, diesen Kleber. Ihr könnt ihn dann drauf machen und dann nehmt euch den einfach so auf euren Stempelblock auf. Also ihr legt euch das einfach hin und schaut einfach nur, dass der ganze Stempel da drauf ist. Und es hält super ohne Kleber. Damals war das eben noch so, aber mit Kleber, werdet ihr sehen, haltet das wirklich perfekt. Ich habe mir einfach ein Papier unten reingelegt und dann gehe ich einmal mit meinem großen Stempel hier über mein Stempelkissen. Auch bei großen Stempeln eignet es sich auch ganz gut, wenn man das Stempelkissen nimmt und das auf euren Stempel positioniert. Und dann gehe ich hier einmal über meinen Farbkarton drüber. Und dann seht ihr schon, haben wir jetzt hier dieses Muster Ton in Ton drauf gestempelt. Das sieht total elegant und schön aus. Und wir machen hier sozusagen unser eigenes Designerpapier. Und dann gehe ich in diesem oberen Bereich nochmal ins Stempelkissen und mache hier unten noch einen kleineren Abdruck drauf, der dann so von unten ins Papier reinkommt. Dann ist das jetzt schon mal unser Hintergrund. Und weil ich das sehr schön finde, mache ich das auf dem Herz auch nochmal. Das nimmt das Ganze einfach nochmal auf, das ganze Thema. Nehme ich jetzt auch nur so ein bisschen von der Seite und ich mache auch nicht das ganze Herz, sondern einfach nur so einen kleinen Bereich, den ich da eben mit Stempelfarbe abstempel. Genau, so sieht es dann aus. Und dann haben wir das in diesem Ton schon mal gestempelt. Ich mache mir jetzt das Stempelkissen einfach mit Wasser schnell sauber. Wie gesagt, wenn ihr jetzt ich habe einfach hier eine Flasche mit Wasser gefüllt. Wenn ihr das jetzt nicht habt mit diesem Scrubkissen, dann geht es genauso in dem Tipp, den ich euch gezeigt habe. Auf der einen Seite nass und auf der anderen Seite trocken. Dann nehme ich immer noch so ein Brillenputztuch und wische mir die Ränder noch ab, dass ich auch den Stempelblock wieder trocken habe, weil wir das einfach gleich nochmal brauchen. Dann kann ich mir die rote Farbe schon mal zumachen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und mache mir hier nochmal mein graues Stempelkissen auf, also mein Granit. So hochziehen und dann vorschieben. Wenn ihr das allererste Mal macht, dann geht es ein bisschen schwer. Das ist einfach so, aber ihr gewöhnt euch da sehr schnell dran. Und jetzt habe ich so gemacht, dass ich hier in meine Innenseite auch nochmal
dieses Blütenmotiv gestempelt habe. Wenn ihr es genau anschaut, dann ist da noch ein leichter Rotton drin. Das habe ich einfach vorher nicht geputzt. Ich habe das Rote abgestempelt auf dem Papier, so lange, bis es ganz, ganz einen milden Abdruck mehr gemacht hat oder eigentlich keinen mehr und bin dann in das Granit gegangen. Aber da ist trotzdem noch ein bisschen was von der Pigmentierung dran. Wenn ihr diesen Effekt wollt, dass es so leicht bräunlich-bronzeartig ist, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, dann könnt ihr das auch so machen. Aber wirklich nur nie mit der dunklen Farbe in ein helles Kissen gehen, sondern immer nur mit einem hellen in das dunkle Stempelkissen gehen. Genau, hier gehe ich jetzt nochmal rein und hier mache ich jetzt eben nur einen grauen Abdruck. Das finde ich einfach besser. Okay, so. Und dann kann das Stempelset auch schon mal, oder das Stempel, dieser Stempel schon mal auf die Seite. Und dann haben wir noch zwei Sprüche. Einmal, die Ehe ist eine Reise. Und zu zweit ist einfach alles schöner. Und da habe ich euch ja empfohlen, nehmt dann noch zusätzlich einen kleineren Stempelblock, weil ihr euch dann einfach mit dem Abstempeln leichter tut. Und hier ist nochmal der Tipp an der Stelle, wenn ihr solche Sprüche habt, dann montiert euch unbedingt die Aufkleber auf die Rückseite, weil das ist jetzt wirklich schwierig, das gerade zu treffen. Ich habe jetzt den Stempel auch schräg positioniert, weil ich den gerade nicht komplett auf den Block drauf kriege oder halt nur so ganz am Rand steht es leicht über, das möchte ich nicht haben. Deswegen ziehe ich mir das einfach so schräg auf den Stempelblock auf. Das ist immer noch viel besser, wie wenn ich mit diesem ganz großen Stempelblock arbeiten müsste. Und jetzt gehe ich nochmal ins Grau, ins Granit und hoffe, dass es gerade wird. Ihr könnt auch immer noch ganz kurz draufbleiben auf eurem, so auf dem Papier, dass das gut eben einzieht in euren Untergrund. Und es passt, es ist jetzt schön gerade geworden. Aber das ist, ja, es macht manchmal Glück. Braucht auch manchmal Glück. Genau, der Stempelblock kriegt dann gleich nochmal einen neuen Aufkleber. Die Ehe ist eine Reise. Und ich versuche schon, mir das gerade zu positionieren. Ungefähr. So. Wenn ihr euch auch nicht sicher seid, manchmal, wie so ein Stempel ausschaut, wie schräg man den halten muss, könnt ihr euch den auch einmal abstempeln und dann schauen, ob er gerade ist. Und das kommt jetzt noch meine Vorderseite in den rechten unteren Bereich der Karte. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist auch schön gerade geworden. Okay, und dann können wir schon zusammenbauen unsere Karte. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch den Verschluss nochmal zeigen. Also hier reingreifen, rausziehen, umklappen, draufdrücken, zu. Fertig. Kann so gelagert werden. Stempelkissen ist somit immer nach unten. Also wenn ihr euch vielleicht ein bisschen wundert, ich erkläre in diesem Video sehr, sehr viel. Es richtet sich auch sehr an Anfänger. Und deswegen möchte ich euch in diesem Video einfach ganz viele Tipps auch mitgeben und Sachen, die ich normalerweise schon fast nicht mehr erkläre, weil ich das einfach schon so automatisch mache. Also es fällt mir selber eigentlich gar nicht auf. Meiner Mama ist es das aufgefallen, dass ich früher viel besser erklärt habe und jetzt einfach so drauf losbastel. Also ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, aber ich versuche schon, dass ich das in Zukunft auch ein bisschen besser erkläre. Ich habe jetzt hier den Flüssigkleber genommen, gehe da einfach über meine gestempelte Karte und wirklich nur ganz dünn. Ihr seht, das sind viele Striche, aber ganz dünn. Ihr müsst da gar nicht fest draufdrücken, nur ganz leicht und dann so drüber gehen. Dann habt ihr das super gut verteilt und könnt euch das hier schön aufkleben. Und der Flüssigkleber hat einfach den Vorteil, dass man den noch ein bisschen ruckeln kann. Das heißt, ich gucke mir jetzt hier den Rahmen so aus. Ich habe hier ein bisschen breiter und hier unten und oben ein bisschen schmaler. Und mit dem Flüssigkleber, der klebt nicht sofort total stark an, sondern den kann man noch ein bisschen schieben, wenn es jetzt nicht ganz gerade ist. Man muss trotzdem schnell sein, weil der klebt dann hebt schnell, aber zum Schieben reicht es meistens noch. Und dann machen wir schon unsere beiden Herzen. Und was jetzt kommt, ist natürlich was ich so oft mache, und zwar nehme ich jetzt diesen silbernen Garn, nehme mir das zwischen zwei Finger, zwischen Daumen und Zeigefinger und wickel mir das einfach so mal um drei Finger. Und was ich da immer mache, ist, dass ich das immer ein bisschen enger wickel und dann wieder ein bisschen lockerer. Das ist einfach so bisschen unterschiedliche. Ihr könnt es zum Beispiel auch um den vierten Finger mal rumwickeln. Ja, dass es halt nicht ganz gleichmäßig ist. Dann schneide ich mir das einmal ab. Schmeiß alles um. Und dann nehme ich mir die Mini-Klebepunkte und klebe mir das an der Stelle, wo die Einzelteile so zusammenkommen,
auf meinen Klebepunkt auf. In diesem Zustand kann man hier auch noch ganz schön die Ecken, den Anfang und das Ende kürzen. Und dann kann man es super abnehmen und kann das jetzt unter das Herz kleben, unter das man das gerne hätte. Und wir machen das jetzt einfach so hinten drauf auf unser weißes Herz. Ups. Wir könnten eigentlich auch ein bisschen warten. Ich warte jetzt nur ganz kurz, bevor ich das jetzt aufklebe. Oh, hoffentlich vermassel ich mir das jetzt nicht. Die Mini-Klebepunkte, die halten nämlich gut. Ich mache mir erstmal das Herz soweit fertig und dann kann ich das besser positionieren. Ich nehme jetzt einfach ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das dann nachher aufklebe. Also ich klebe das so auf, ich mache mir jetzt hier unten einfach drei Dimensionals rein. Das sind diese Abstandskleber. Besser wäre das vielleicht, wenn man sich das ein bisschen sinnvoller verteilt. Also drei reichen im Normalfall, aber ich habe jetzt dann unten an der Spitze keinen. Deswegen habe ich jetzt hier vier, das ist der Vorführeffekt. So, da ist hinten drauf noch so eine ganz kleine Folie, die macht ihr ab, damit es klebt. Bei allen. Und dann werde ich mir das da so aufpappen. Gut. Ja, ich fange da jetzt gleich mal. Also eigentlich habe ich das jetzt irgendwie blöd gemacht. Aber es hilft jetzt nichts. Ich würde euch empfehlen, als allererstes dieses Herz an dieses Herz zu kleben. Hinten drauf dann euren silbernen Garn und das dann hier aufzusetzen. Das wäre logisch. Jetzt habe ich aber leider schon hinten die Klebepunkte abgenommen. Jetzt mache ich so, dass ich mich hier auf mein Herz, auf diese unbestempelte Seite, den Kleber auf die Rückseite mache und mir das dann hier so aufklebe. Einfach so zurechtrücken, wie einem das so ungefähr gefällt. Und dann klebe ich mir hier hinten, so dass es oben schon ein bisschen rausschaut, einfach dieses tolle Garn an. Ich kann es noch leicht so zuppeln und dann kann ich mir das komplette aufkleben. So. Ja, und schon ist unsere Herzdekoration fertig. Wer möchte, kann jetzt hier unten noch mal so einen Abstandskleber reinkleben. Einfach damit es nicht so lapprig darum hängt. Das ist doch ein relativ großes Element insgesamt und so sieht es einfach noch ein bisschen schöner, stabiler aus. Genau. Okay, und jetzt geht es schon an die Dekoration. Ich nehme jetzt die kleinen Perlen und dann benutze ich auch immer ganz gerne eine ganz normale Pinzette vom Drogeriemarkt und verteile mir jetzt einfach nur meine Perlen so ein bisschen über mein Projekt. Und was ich da immer ganz gut mache, ist einfach so größere und kleinere zu mischen. Der ist jetzt vielleicht zu klein. Also man hat da eben drei verschiedene Größen drinnen und ich nehme immer ganz gerne einen ganz großen und einen ganz kleinen. Und so hat man so ein bisschen so ein, ich finde, es schaut irgendwie einfach schön aus. Hier unten kommt noch einer hin. Ja, und dann ist unsere wunderschöne Karte schon fertig. Ich räume mal ein bisschen auf, dass es ein schöneres Bild gibt. Sieht sie jetzt aus. Und ich finde die sehr schön, die ist elegant. Einfach toll, oder? Also ich finde, das ist eine richtig schöne Karte. Die kann man super machen. Auch als Anfänger, als Bastelanfänger und natürlich auch als Fortgeschrittener, wenn man mal eine schnelle Karte braucht, ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ganz viel Spaß mit dieser Serie. Die nächsten Videos folgen. Wenn sie schon online sind, verlinke ich euch hier ein paar oder auch im Abspann unter dem weißen i oder eben in der Endkarte jetzt vom Video. Und ich sage, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!